willkommen auf meinem Kanal, Freunde Fahrtigzähne. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Es geht weiter mit meinem Coupé. E36328 Estoril Blau. Heute sind wir in der Garage. Schaut mal her. In den letzten Videos habe ich mir hier den Arsch abgefroren. Jetzt habe ich eine kleine Heizung dabei. Strompreise sind hochgegangen. Diesen Monat Stromrechnung teuer. Ich habe hier jetzt Licht. Ich werde heute die schönen Sitze einbauen. Das ist jetzt Beifahrersitz. Fahrersitz. Unsere Heizung sitzt. Hammer. Heute werde ich zum Glück nicht mehr einfrieren. Geil. Geil, geil. Die Türpappen lasse ich erstmal drin. Und den neuen, die Taschen, die werde ich noch dran kleben. Die reißen ja immer ab. Oder dran klipsen, wenn es geht. Ich brauche auch die Clips für die Türpappen. Die habe ich noch nicht organisiert. Die packe ich in den nächsten Video rein. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Einstiegleiste hier, die ist ja vom M3 in der Farbe Schwarz. Die muss ich auch noch ändern. Da muss die graue hin, die helle. Und die habe ich auch schon organisiert. Das werden wir in den nächsten Video sehen, wo wir die Türpappen austauschen gegen unsere grauen hier. Wo sind die? Genau hier. Ich habe auch heute Verstärkung dabei. Den Bruder Gino. Beifahrersitz wird mir hier nur Probleme machen. Aber ansonsten halbe Stunde Arbeit. Oder Bruder? Ja, ja, voll Motivation, ja. Geil, Bombenlicht. Gino, ich bin bereit. Tamam, alles klar, bin ja hier. Alles gut. Du musst hochheben. Bomben hab ich. So, warte. So, warte. Ich könnte auch noch die Tür aufmachen eigentlich. Hier kommen die langen hin. Lass mal den nach hinten machen. Einen Moment, alles gut, Bruder. Bruder, siehst du da überhaupt was? Ja, ja. Schieb mal rechts nach vorne. So, die Stecker mache ich gleich dran. Ich habe jetzt hier unten noch Licht. Macht's mal. Genau. Geh mal so hoch und mach vor. Genau. Mach vor? Genau. Normalerweise müsste es vorne drin sein jetzt. Du musst ihn schieben, die Dings, deswegen ist er so. Genau, alles gut. Die Führung. Von hinten mache ich die Stecker dran. Einen Moment, wo habe ich jetzt die Schraube? Hier ja. Hast du die hier. Die Verlängerung? Oder zu cringe hier, ja. Die Stecker habe ich hier. Die machen wir gleich noch dran. Sorry, ich bin voll am Wackel. Könnt ihr was sehen? Die kommen jetzt gleich da dran. Stecker sitzt. Die Schrauben baller ich jetzt rein. So. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Der ist doch gar nicht drin, ne? Einen Moment. So, jetzt aber. Mache ich noch die andere Seite. Ui, 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 ui. Beifahrersitz sitzt jetzt endlich, wo es sitzen soll. Spaß beiseite. Ich habe noch die Schienen eingeölt, eingefettet. Kann man dazu sagen, eingeölt, oder Gino? Ja. Eingesplittet mit WD-40. Hat mir nicht so gut gefallen. Passt jetzt. Gino macht jetzt fest. Dann packen wir die Rücksitzbank rein. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bevor ich jetzt weitermache mit der Rücksitzbank. Beifahrer sitzt, Scheiben sind dreckig. Sehr, sehr schön. Was mir aber noch aufgefallen ist, Freunde, falls jemand Kopfstützen hat für hinten, einmal kurz anschreiben, Instagram. Ich habe keine Kopfstützen für die hier. Ich hatte ja die in Bora Bora, die habe ich abgegeben. Und ich habe hier von den schwarzen hier, von den schwarzen Sitzen, die Kopfstützen für hinten habe ich auch. Aber ich habe leider keine grauen Kopfstützen für hinten. Falls jemand da draußen was haben sollte, Instagram anschreiben. 10 Euro, warte, ich schicke dir die. Bevor ich jetzt weitermache, der liebe Gino ist jetzt kurz weg. Ich muss hier jetzt erstmal aufräumen. Die Sitze, die schwarzen Sportsitze, die Türpappen, Rückbank. Ein Teil habe ich hier. Die werde ich da hinten in die Ecke hinpacken. Die packen wir jetzt gleich noch rein. Dann haben wir endlich wieder Freiraum und ich kann mich vernünftig in der Garage bewegen. Falls ihr mehr Videos in der Garage sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare mal rein. Die Heizung habe ich jetzt erstmal ausgemacht.
Ich muss ein bisschen Strom sparen, das wird teuer. Ein Hochtöner von der Türpappe Fahrerseite ist abgebrochen, habe ich jetzt erst gesehen. Auch nicht so schön. Falls jemand eine Idee hat, wie ich die ersetzen kann, auch mal in die Kommentare reinschreiben oder Instagram per Nachricht. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ich habe hier vernünftiges Licht jetzt für euch. Die hintere Türpappe nehme ich jetzt raus. Die Dichtung hier habe ich schon rausgenommen. Die kann ich jetzt gleich rausziehen. Upsala, ich glaube, da habe ich doch nichts abgebrochen. Sehr gut. Die vorderen mache ich jetzt nicht, habe ich euch schon gesagt. Wegen den Taschen hier. Ups, alla. Bei den vorderen Türpappen, bei den grauen, die sind jetzt genau hier hinten. Die Tasche muss ich noch fertig machen. Heißt, entweder mit Scheibenkleber oder Montagekleber dran befestigen. Und die neuen Clips brauche ich noch dafür, Burak. Ich brauche Clips für die Türverkleidung. Ich nehme jetzt die hintere Verkleidung ab, mache ich dran. Dann den Rücksitzbank. Wie ihr sehen könnt, Zähne ist happy. Die Seite sitzt auch. Perfekt sogar, würde ich sagen. Hier hinten passt auch alles. Falls jemand da draußen Fragen hat, wie er die Türpappe hinten rauskriegt, er hat hier oben 1, 2, 3 Clips. Dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, die große Dichtung hier habe ich abgebaut. Kann einfach wegziehen. Dann obere Dichtung vom Fenster, vom Coupé, am Ausstellfenster. Die habe ich auch ausgebaut. Das Ergebnis seht ihr, Freunde. Bevor ich etwas vergesse, normalerweise habe ich ja gesagt, ich wollte die Sitze komplett aufbereiten, weil die Garage bei mir so komplett voll ist, habe ich gesagt, komm Fatih, pack die erst rein. Falls wir mit unserem Coupé dieses Jahr Sommer fahren sollten, werde ich alles draußen machen, weil ich brauche leider Platz hier in der Garage und ihr wisst ja selber in den letzten Videos, die Garage war wirklich komplett voll, voll, voll. Deswegen habe ich gesagt, ich packe die Sitze erstmal rein. Es geht vorwärts. Hey, es sitzt auf jeden Fall wieder eins. Die Hutablage habe ich auch schon lose gemacht. Ich werde die jetzt nicht abnehmen. Ihr wisst, ich habe eh keinen Platz mehr in der Garage. Die Hutablage werden wir in den nächsten Videos einfärben. Textilfarbe, komplett in der Farbe schwarz. Farbe schwarz, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten mache ich jetzt den Gurt fest. Dann fehlt uns noch die Sitzbank und der Fahrersitz. Das ganze Auto stinkt voll nach WD-40. Der Juno macht sich bequem dort. So, was ich eigentlich euch sagen wollte ist, bei der rechten Seite hier hatte ich Probleme. Da hat es ein wenig länger gedauert. Ich vermute mal, hinter diesen Schraube hier ist doch eine Unterlegscheibe. Die ist dünn, in der Farbe schwarz, eventuell eine Sicherung wegen dem ganzen Gurt hier. Ich habe gerade Probleme beim Atmen. Boah, voll nach WD-40, kein Spaß mehr. Hinten links kommt die Türpappe jetzt noch rein, an den Fahrersitz. Staubsaugen mache ich die nächsten Tage, aber dafür muss ich ja kein Video machen, wird ja langweilig. Auf jeden Fall, Coupé wird langsam wieder. Falls ihr noch Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Der Juno ist genau hier, sieht man den? Könnt ihr ihn sehen? Der ist von meiner Heizung. Heute in diesem Video ist mir wirklich nicht kalt. Innenraumleuchte, ich bin wirklich happy. Ich habe wieder mal in dem Video so viel Spaß. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe voll viel Spaß gehabt heute. Ich habe immer noch Spaß. Bevor ich jetzt den Fahrersitz einbaue. Boah. Was meint ihr, ey? Der Hutablage, soll die so bleiben oder schwarz, ne? Ich würde sagen schwarz. Fertig, sitzt. Zu 100%. Geil, geil, geil. Ich liebe dieses Auto einfach. Ich muss auch wirklich sagen, die Videos in der Garage kommen bei euch sehr, sehr gut an. Und vor allem, ich habe Spaß. Zurzeit mit dem W211 viele Probleme gehabt. Immer noch leider. Aber wenn ich am Coupé irgendetwas mache. Eieieiei. Es gefällt mir so unnormal. Wir haben noch vieles vor mit dem. Ich baue jetzt noch den Fahrersitz rein. Stecker rein. Das war's. Aber für die Leute, die mir es bestimmt nicht glauben werden. Einen Moment. Hier. Die Taschen sind hier. Die werde ich noch dran kleben. Für die vorderen nur. M3-Einstiegleiste in der Farbe schwarz habe ich. Die werden wir auch noch ändern in dem nächsten Video, wo wir die Türpappen zusammen machen. Ich baue jetzt diesen Sitz rein. Fahrersitz, dann die Kopfstützen rein. Das war's doch. Für hinten, habe ich ja gesagt, habe ich erstmal keine. Ich bin auf der Suche. Wir sind jetzt durch. Boah, das Ergebnis, ne? Kann sich wirklich sehen lassen. Ich laufe hier rum mit meiner Laterne. Guck mal jetzt. Bam! Au, 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 au. Ja, die Türpappen werden wir ändern. Weiß ich doch auch. Ich bin fertig. Ich zeige euch mal auch die hintere Seite komplett, auch die vordere zusammen. Was meint ihr? Teppich dreckig. Guckt euch die Kombination mal an. So, nicht so. So, die Kombi meine ich. Bam. Und es funktioniert alles. Netzhalter haben wir hinten auch. Genau, praktisch meine Lampe. So sieht das Ganze aus. Alles 100%. Selfmade. Ich bin einfach nur happy jetzt. Step by step, Schritt für Schritt, wird mein Coupé wieder fertig. Gib mal jetzt einen Daumen nach oben für mein Coupé, Freunde.
wir sind fertig. Ich würde jetzt auch schon sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wenn ja, gebt jetzt einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal Fatih Zähne. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.